zum geozentrischen Weltbild. Während sehr langer Zeit glaubten die Menschen, die Erde sei eine von Wasser umgebene starre Scheibe, versehen mit einem drehenden Himmelsgewölbe, auf dem sich Sonne, Mond und Sterne befinden. Noch heute redet man von Himmelszelt. Um die Rotation der Sterne um den Polarstern zu erklären, haben die Astronomen eine Rotationsachse festgelegt, die den Mittelpunkt der Erde und den Polarstern enthält. Ptolemäus stellte die Erde schon als Kugel dar. Sein geozentrisches Modell, geozentrisch bedeutet, die Erde ist das Zentrum der Welt, ermöglichte es aber nicht, um zum Beispiel zu erklären, warum der Planet Mars sich manchmal auf seiner nicht kreisförmigen Laufbahn rückwärts zu bewegen scheint. Beobachten wir das in dieser Simulation. Mars fährt vorwärts und dann irgendwann scheint der Planet Mars rückwärts zu laufen, um dann wieder vorwärts zu laufen. Diese Beobachtung kann man durch das geozentrische Weltbild nicht erklären.